Willkommen zurück zu einer weiteren düsteren Folge Banishers Ghost of New Eden. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, bewerten, kommentieren. Folge 3 und es schaut eh nur noch der eiserne Kern zu, aber das dachte ich mir auch bei dem Spiel, dass das wahrscheinlich niemanden interessiert, was ich sehr, sehr schade finde. Und da ist wieder diese große Schere, die entstanden ist. Früher waren solche Spiele richtige Hits, die Presse feiert es und eigentlich auch die Leute, die es spielen, feiern es. Aber heutzutage auf YouTube, es ist so schwer, die Menschen noch zu erreichen mit irgendwelchen klassischen Gameplays. Wenn es nicht eine Pimmelshow ist, will es eigentlich niemand mehr sehen. Außer es ist vielleicht irgendwie ein enormes Blockbuster-Game. Obwohl ich sagen muss, auch Spider-Man hat nicht so den großen Anklang gefunden. Und jetzt werden viele sagen, ja, aber wir wollen das ja auch selber spielen. Das war ja schon immer so, dass die Leute gesagt haben, ich würde das gerne selber spielen. Nee, es verändert sich einfach. Der Markt verändert sich extrem. Wir sind in Zeiten des Umbruchs. Nicht nur, was das Aufnehmen von Videospielen angeht, sondern auch so im Allgemeinen. Es wird für die Branche immer, immer schwieriger. Und so ein Spiel hier ist zwar fantastisch cool, aber schafft es trotzdem nicht irgendwie, die Leute zu erreichen. So, im Schulgebäude. Wir ruhen uns aus und er spielt hier irgendwie die Maultrommel. Wir haben das Richtige getan. Charles war unser Freund. Ich liebe dich, Red McGrath. Aber? Aber wenn es um Geister geht, lässt dich dein Herz überstürzt handeln. Das ist gefährlich. Wolltest du wirklich gerade Charles verbannen? Charles hätte dasselbe für deinen Geist getan. Oder meinen. Hoffentlich hätte er zumindest kurz innegehalten. Charles war ein guter Mann. Voller Liebe. Seinen Geist zu verbannen wäre sicher nicht leicht geworden. Aber es wäre das Richtige gewesen. Geister bringen nichts als Light Red. Vergiss das niemals. Sie rauben den Lebenden ihre Essenz. Ja. Aber sie tun es nicht immer aus Bösartigkeit. Das musst selbst du zugeben. Wir sind Verbanner. Wir erlösen die Lebenden von den Geistern, die sie plagen, indem wir diese verbannen. Auch ein Geist kann Qualen leiden. Der Aufstieg ist ein milderes Ende, eine Erlösung. Aber es ist das gefährlichere Vorgehen. Eine Verbannung ist sicherer. Würdest du mich auch verbannen, wenn ich zurückkehren würde? Du entkommst mir nicht so einfach. Dich würde ich von den Toten zurückholen. Das ist nicht witzig. Ich würde dich mit frischer Essenz vollstopfen. Ich würde dir so viel geben, dass du vom Leben aufgebläht zurückkehren würdest. Lebenden die Essenz rauben, um einen Geist damit zu füttern, würdest du nie. Entschuldigung, irgendwie Discord spinnt wieder rum. Ich hab's abgestellt. Du bist ein flegelhafter Strubbelkopf, Red McGrath. Und ich werde dich niemals gehen lassen. Nur über meine Leiche, mein Lieber. Und ich dachte, ich wäre der Weichherzige. Bist du auch. Denkst du, Charles hatte recht? Das Ding im Haupthaus ein, wie hat er es noch gleich genannt, Albtraum war? Das hoffe ich wirklich nicht. Selbst unter Verbannern gelten solche Wesen als Legenden. Wir sehen morgen weiter. Jetzt wird geschlafen. Es war ein furchtbarer Tag. Armer Charles. Arme Esther. Arme Esther.
Antea. Sie hat ihren Feuerbann mitgenommen? Aber ich bin der, der überstürzt handelt. Das Spiel erinnert mich immer so ein bisschen an Murderous Soul Suspect. Nicht vom Gameplay natürlich, aber so von der Thematik. Ja, Gameplay ein kleines bisschen. Weil da hat man ja auch ermittelt und hier ermitteln wir auch. Wo bist du? Du wirst kaum im Haupthaus sein, oder? Oh, wie der Mond da steht. Ist das alles wieder ein Albtraum oder ist das die Realität? Ich gehe zum Haus der Begegnung. Das Spiel hat natürlich nicht dieses riesige Budget. Und her? Das AAA-Games haben, aber dafür, dass es eben eher in die Richtung AA geht, warum hat man optisch gegangen? Schon, finde ich, alles rausgekitzelt, was Waffen. So geht, ne? Antea! Das Spiel sieht auf jeden Fall sehr stimmig aus, finde ich. Boom! Ihr Schemen habt nicht zufällig Antea gesehen, was? Das Kämpfen macht sogar irgendwie Bock, finde ich. Du bist zwar der Boss, aber du hättest mich ruhig einweihen können. Wow, 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 weg. Alpha. Auch ein Level 4er. Wie heile ich mich eigentlich? Ah. 2 von 3. Wie fülle ich euch wieder auf? Muss ich euch brauen oder einsammeln? 3 blinde Mäuse. 3 blinde Mäuse. Schau, wie sie laufen. Schau, wie sie laufen. Lauf, Red, lauf. 3 blinde Mäuse, schau, wie sie laufen, schau, wie sie... Antea? Blind. Alle blind. Ach, Red. Verstehst du nicht? Wir hatten nie eine Chance. Antea, bist du verletzt? Wo bist du? Ich bin da, Liebling. Was ist passiert? Ich bin da, Liebling. Wie kitschig. Zeig dich! Gott erschien dem Mann im Traum und sprach zu ihm: Sieh da, du bist des Todes. Der Mann aber hatte nichts getan und sprach: Herr, wirst du denn auch die Gerechten töten? Sei unbesorgt. Ich bin hier, um dir zu helfen. Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur Versäumnisse. Wo ist Antea? Was hast du mit ihr angestellt? Teufel nochmal, Lady. Wenn du ihr auch nur ein Haar gekrümmt hast. Du klammerst dich an die Liebe. Ein Narb ist ans Ende. Es gibt keine Liebe. Nur Schändung. Boah, direkt hier gegen den Albtraum.
Nicht zum ersten Mal! Wow. Wir sind nicht deine Feinde. Ich brauche erstmal einen Suit. So weiche ich aus, aber... Ah, hier ist Blocken. Nice. Der Albtraum. Dein Liebhaber wird auf dich verraten. Wir wollen dir helfen. Boah, die hält aber eine Menge aus. Jetzt geht's rund, du, ne? Wo ist sie hin? Oh. Oh Mann, das eine hier ist eine Kopie, oder was? Beides eine Kopie. Wir wollen dir helfen. Autsch. Okay, die macht mich fertig. Ich bekomme auch Damage, wenn ich blocke, was natürlich... Oh, yes. Lass ihn los! Wie rührend. Du verlangst nach deinem Mann. Du glaubst, du liebst ihn. Tust du aber nicht. In den Tiefen deines Herzens gibt es keine Liebe. Nur Verrat. Ich biete dir einen Tausch an. Er bleibt und du gehst und behältst dafür dein Leben. Ich verhandle nicht mit Geistern. So ein kluger Kopf. Und doch denkst du mit deinem dümmlichen Herzen. Du bist schwach. Nein! Wirst du jetzt zu Hilfe kommen? Jetzt, wo alles verloren ist? Wenn ja, werde ich dich erwarten. Der eiskalte Ozean ließ seine Trauer zu einem Eiszapfen gefrieren, der sein Herz durchbohrte. Die Last seines Scheiterns zerrte ihn auf den Meeresgrund. Jenseits der Zeit, in der Dunkelheit ertrinkend, sprach er ihren Namen. Nimm doch mich, schrie er lautlos und verzweifelt im kalten, stillen Wasser. Und auf der anderen Seite erhörte etwas sein Flehen und streckte seine Finger nach ihm aus. Lass sie gehen. Nimm mich. Lass sie los. Huh?
Ah, du bist wach. Wer seid ihr? Diejenige, die euch gerettet hat. Sich tagelang um euch gekümmert hat. Wochenlang vielleicht sogar. Wochenlang? Oh Gott. Was habe ich getan? Bevor ihr euch Vorwürfe macht, solltet ihr erst wieder zu Kräften kommen. Sie ist tot. Ja, deswegen seid ihr hier. Und das ist auch der Grund, warum ich gesendet wurde, um auf euch aufzupassen. Wer seid ihr? Es kommt mir vor, als wären wir uns schon mal begegnet, aber das kann nicht sein. Als würden wir uns schon ewig kennen. Aber wie? Ihr seid verwirrt. Das ist normal. Ein Nachtmahr hätte euch beinahe getötet. Ihr habt eure Liebste verloren. Und jetzt pflegt euch eine Hexe gesund. Hexe? Eine Hexe. Man nennt mich Sika. Finde den Verbanner, befahl meine Herrin. Kümmere dich um ihn und beantworte seine Fragen. Dann lass ihn sein. Wie fühlt ihr euch? Spielt das eine Rolle? Natürlich spielt das eine Rolle. Es bedeutet, dass ihr lebt und dass ihr noch nicht aufgegeben habt. Wer hat euch geschickt? Ihr Name ist Ceridine und meine Hände und Worte gehören ihr. Darüber hinaus müsst ihr euch um nichts sorgen. Ceridine, Sika, diese kleine Sucherin, die euch bat, mich zu finden, ist sie vielleicht Schottin oder sowas? Sie heißt Ceridine. In ihrem Alter ist es nicht ein Ort, von dem sie stammt. Und ja, obwohl ich euch gefunden habe, sagte sie mir, wo ich suchen soll. Dieser Albtraum, wie er zu mir sprach, er traf mich im Innersten. Dergleichen habe ich nie erlebt. Wenige haben das. Und noch weniger können noch darüber berichten. Was hat einen so mächtigen Geist hierher gelockt? Wer weiß das schon? Zweifelsohne etwas Schreckliches. Ein Freund sagte mir einst, das größte Unrecht gebiert die größte Wut. Er wollte uns wohl warnen. Ein unumstößliches Gesetz. Ihr habt weise Freunde. Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich? Wie soll ich das allein schaffen? Ihr seid nicht allein. Habt Vertrauen. Ich würde euch mehr verraten, wenn Ceridine mehr gesagt hätte. Ihr müsst Vertrauen haben. Ihr kennt mich nicht. Und doch soll ich Vertrauen haben. Leichter gesagt als getan. Dinge, die einem im Leben leicht fallen, sind unwichtig. Es zählen nur die schwierigen Dinge. Ihr habt eine gähnende, grimassenschneidende Leere in eurer Seele. Dabei handelt es sich um Liebe, nichts anderes. Diese Leere wird sich nicht füllen, denn die Liebe stirbt nicht. Gott, was habe ich getan? Es sieht doch so aus. Im Gegensatz zu den meisten bekommt ihr eine zweite Chance. Ich schlage vor, ihr ergreift sie. Warum helft ihr mir? Ich diene meiner Herrin. Sie befiehlt mir, euch zu helfen, also helfe ich euch. Ceridine sagt, dass die Mauer zwischen den Lebenden und den Toten bedroht wird. Daran habt ihr wohl euren Anteil. Das fällt auf mich zurück. Ich kann nicht folgen. Nun ja. Ich habe euch gefunden. Aber es ist euer Kummer, der euch verfolgt. Denn er will, dass ihr ihn spürt. Möglicherweise glaubt ihr, dass ihr mit den Geistern fertig seid, Wet McWraith. Aber sie sind ganz sicher nicht fertig mit euch. Ich gehe jetzt. Ruht euch aus. Warum meine Herrin euch auch immer gerettet hat, sie hatte gute Gründe. Die besten. Wo geht ihr hin? Nach Hause zu Ceridine. Sie braucht mich. Wo werde ich euch finden, sollte ich eure Hilfe brauchen? Sumpflande. Großes Sumpfgebiet auf der anderen Seite des Waldes. Nicht zu übersehen. Wir werden wissen, wenn ihr kommt. Dann wohl. Bis zu unserem nächsten Treffen. Exakt, Verbanner. Und jetzt? Dreht euch um. Was? Ich breche auf.
Oh, wir bekommen Erfahrungspunkte. Der Bu, der schmatzt hier was weg, ne? Ja, war geil eben. Der Fight und so, das war cool in Szene gesetzt. Verbanner, wenn ihr dies liest oder lest, bedeutet das Folgendes. Ihr seid intelligent genug, das Alphabet zu beherrschen. Zweitens, ihr könnt nicht widerstehen, meine Habseligkeiten zu durchwühlen. Drittens, ihr könnt euch nehmen, was ihr für nützlich erachtet, da meine Herrin euer Überleben wichtig ist. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Bis dahin gebt Acht auf euch. Seeker. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich halte mich besser fern. Einen Weg vorwärts suchen. Also Tage, Wochen vielleicht sogar. Oh, sieht schick aus. Malerisch. Richtig, richtig malerisch. So, die Frage, die wir alle stellen, ist das Open World? Ich weiß nicht, warum den Menschen es heutzutage immer so wichtig ist, ob Spiele Open World sind. Aber ich glaube sogar fast, das ist hier ein Open World Spiel. Zumindest zum größten Teil. Denn man sieht, hier ist die Welt und die ist ziemlich open und ziemlich big sogar, ne? Erstaunlich groß. New Eden Town ist hier drüben. Aber es ist nicht so richtig open world wie zum Beispiel ein GTA oder Spider-Man, wo man jetzt die Möglichkeit hat, jeden Fleck wirklich zu bereisen. Irgendwie so ein bisschen Mix daraus. Verdammt. Was mache ich hier? So eher in die Richtung wie in Alan Wake, glaube ich, ist das aufgebaut. So, das nehme ich mal mit. Zunderpilz. Der gibt einen schönen Spreckel auf den Lippen. Pyrit. Brauchen wir für Rituale, wie wir wissen bereits. Einfach alles mitnehmen. Hier. Inventar. Entwicklung. Chronik. Spukermittlung. Okay, das meiste ist noch gesperrt. Aber soweit ich weiß, kann man auch Ausrüstungsgegenstände austauschen, optisch verändern und so weiter und so fort. Nicht jetzt, ihr Wölfchen. Die Bedrohungsanzeige weist auf Gegner hin, die außer Sichtweite sind. Ich hab den. Kommt schon, ihr Wolfsgesindel! Boah, ich wünschte, wir würden ein bisschen mehr Damage machen. Denn wirklich stark sind wir nicht, finde ich. Was zum Teufel mache ich hier? Du tötest Wölfe. Und du bist Stufe 2 geworden, mein Junge. Kann ich... Nee. Ist gesperrt, der Reiterentwicklung. Kommt alles noch. Wir sind halt ganz am Anfang. Wir sind halt ganz am Anfang. Bin ich die letzte verdammte lebende Seele hier? Maybe. Okay, hier kann er hoch. Boah, ein Alpha-Wolf. Lass mich in Ruhe. Lass mich hier gucken, dass wir in Alpha loswerden, oder? Irgendwas kommt da noch angeschlichen. Boah, ist ein neuer. Fort mit dir. Weg, ihr besessenen Wölfe. Was passiert hier?
Was? Anthea? Was? Na, Antheas Geist existiert garantiert noch schon. Level 3? Sie hat ja gesagt, sie würde uns nie aufgeben. Und wenn sie das sagt, bin ich gewillt, ihr zu glauben. Hallo? Das ist nicht wahr. Das darf nicht wahr sein. Anthea! Ruf mich zu dir! Wo bin ich hier? Wo bin ich? Mein Liebling, es tut mir so leid. So unendlich leid. Ich bin hier! Führ mich zu dir! Oh, Geister! Die Geisterhöhle! Komm her! Schemen. Hier. Anthea, bist du da? Vogel. Mein Geliebter. Mein Geliebter ist so bereit. Da war sie doch eben im Wasserfall, oder? Halt durch, ich bin bald bei dir. Moment, hier kann ich... Ah. Hier! Liebste! Ich bin hier! Du bist es. Nein! Ich hab dich. Du hast mich. Komm her. Nein, geh nicht weg. Ich bin hier. Folg mir. Wo gehst du hin? Darüber. Eigentlich müsste er sie verbannen, ne? Du solltest wissen. Ich bin hier. Wo bist du? Laut ihrer Aussage das einzig Richtige. Du wirkst schwach. Brauchst du Ruhe? Ich bin völlig leer. Mach dir keine Sorgen. Wie kann ich das nicht? Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren, nur um dich dann wiederzufinden. Und du hast Hunger. So könnte man es wohl ausdrücken, ja. Was kann ich tun? Die Bibel von Charles. Die Kette, die seinen Geist gebunden hat.
Es befindet sich etwas Essenz darauf. Für den Moment wird es mir genügen. Sieh dich an. Sieh uns an. Ich weiß. Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh, dass du hier bist. Wieder zurück. Wirklich. Die Lebenden sollten nichts mit den Toten zu schaffen haben. Das weiß ich seit meiner Kindheit und musste viel Lehrgeld dafür bezahlen. Das hast du mir nie erzählt. Was ist passiert? Das war vor einer halben Ewigkeit. Momentan spielt es aber keine Rolle. Bist du noch immer hungrig? Ich bin leer. Als ob mich das nichts füllen würde. Also war die Essenz, die noch an Charles Bibel haftete, nutzlos? Mir seine Fessel einzuverleiben hat Linderung gebracht. Aber ich brauche mehr. Viel mehr. Wir sollten darüber reden, was passiert ist. Nach dem Gemeindezentrum, meine ich. An was kannst du dich nach deinem Tod erinnern? Ich erinnere mich daran, wie plötzlich ich gestorben bin. Ansonsten nichts. Danach folgte Leere, Zeitlosigkeit, Hilflosigkeit. Dann hörte ich dich. Du hast meinen Namen gerufen. Und ich habe nach einem Weg zurückgesucht. Ich wachte in einer Höhle auf. Eine junge Frau namens Zika hatte mich gerettet. Eine Hexe in Ausbildung. Das erzählte sie mir voller Stolz. Ihre Herrin hatte ihr aufgetragen, mich zu versorgen. Hexen zeigen sich nur selten. Interessant, dass uns eine geholfen hat. Ich finde, wir sollten nach New Edentown zurückkehren. Das finde ich auch. Um mich zu befreien, müssen wir meinen Körper befreien, glaube ich. Ich lehne es ab, so zu sein. Ich kann es nicht ertragen. Es tut mir so unendlich leid, Liebste. Wie kann ich helfen? Ich bin ein Geist. Du ein Verbanner. Ich werde dich nicht verbannen. Das kann ich nicht. Anthea, ich habe dich sterben sehen. Das kannst du nicht von mir verlangen. Wenn ich es wollte, hättest du gar keine andere Wahl. Aber es ist nicht, was du willst, oder? Nicht bevor ich Rache genommen habe. Nicht bevor der Nachtmahr besiegt ist. Von dir und mir. In der Schule hast du noch gescherzt, mich wiederbeleben zu wollen. Ist das überhaupt möglich? Ja. Mit dem Ritual der einfachen Wiedergeburt. Es ist äußerst kompliziert. Und sehr gefährlich. Aber ich könnte es versuchen, oder? Du könntest es mir beibringen und ich könnte dich wiederbeleben. Red, das ist ein altes Ritual. Es erfordert viel Macht und Essenz. Jede Menge Essenz. Wir reden hier von Menschenopfern. Von Mord. Vielleicht könnten wir es dennoch in Betracht ziehen. Wenn es auch nur die geringste Möglichkeit gibt, dich zurückzubringen, würde ich sie ergreifen. Es ist ein finsteres Ritual, Red. Es führt einen in Versuchung. Und wenn ich daran denke, dich wieder zu umarmen, bin ich auch versucht. Könnte ich dich aufsteigen lassen? Das wäre die unkomplizierteste Lösung, aber nicht die einfachste. Warum? Mein Körper ist meine Fessel. Und der gehört dem Nachtmahr. Im Gemeindezentrum. Bevor er mich fallen ließ, hat er mich geradezu aufgefordert, zurückzukommen. Er ist so hinterlistig wie mächtig und wird hier nicht so einfach rausrücken. Was sollen wir dann tun? Wenn wir nach New Edentown zurückkehren wollen, müssen wir zunächst mehr über unseren Feind in Erfahrung bringen.
Charles meinte, dass Nachtmare nicht ohne guten Grund in Erscheinung treten. Ja. Wir müssen ein Rätsel lösen. Hexen treffen. Menschen suchen und Fragen stellen. Und dann werde ich diese Welt mit deiner Hilfe verlassen. Du hast mein Wort. Ich schwöre es dir, Liebste. Ruh dich aus. Du hast es nötig. Ich bleibe in der Nähe. Na, jetzt haben wir den Skilltree. Spektralsicht. Wenn dein Gegner erfolgreich verbannt wird, verursacht der nächste Schwertangriff 200% mehr Schaden. Jeder Gegner, der mit einem leichten Angriff getroffen wird, erhöht den Schaden von leichten Angriffen um 10%. Dieser Effekt ist stapelbar. Wird nach einem erlittenen Treffer zurückgesetzt. Nehme ich mit. Oh ja, Heilung könnte auch noch ziemlich wichtig sein. Tja, jetzt hast du eine Geisterfreundin. Und Geister schlafen nicht. Verbessere deine Ausrüstung. Inventar. Ja, sieh an. Gegenstände, Ausrüstung. Rudimentär. Gewöhnlich. Okay. Ich glaube, ich habe ein paar Vorbesteller-Bonis. So, auch auf gewöhnlich. Aber ich kann auch sie verbessern über den Bannerring. Da habe ich aber nur eins. Na gut, Leute, hier machen wir einen Break, einen Cut und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, bewerten, kommentieren, eure Meinung zum Spiel gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wenn bis hierhin noch irgendjemand zugesehen hat. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!